sprach der Nikolaus zum Weihnachtsmann. Es muss endlich was geschehen, dass man uns so oft verwechselt, das darf nicht so weitergehen. Überall legt man zur Weihnachtszeit unsere alten Kleider an. Und der rote Mantel, der gehört gewiss dem Weihnachtsmann. Weil ich auf dem Kopf meine Mitra trag und in meiner Hand den Bischofsstab, frag ich mich, wie man uns beide da überhaupt verwechseln kann. Sprach der Weihnachtsmann zum Nikolaus: Lieber Freund, es tut mir leid, dabei trägst du doch so würdevoll dein altes Bischofskleid. Dass wir beide nicht die Jüngsten sind, daran kann kein Zweifel sein. Aber mehr als 1000 Jahre alt ist der Nikolaus allein. Warst in größter Not für die Kinder da, und sie lieben dich, na, du weißt es ja. Und noch heute legst du jedem Kind etwas in den Schuh hinein. Da sang vom Himmel hell und klar ein Weihnachtsengel wunderbar: Ihr beide hört mir zu und dann gebt endlich Ruhe. Was die Kinder in der Weihnachtszeit in ihren Träumen sehen, werden große Leute so wie ihr wohl niemals ganz verstehen. Jedes Kind macht sich sein eigenes Bild und es glaubt ganz fest daran. Darin gibt's gewiss den Nikolaus und auch den Weihnachtsmann. Doch es lässt nur den Herz hinein, der es größer macht und sich selber klein. Der bereit ist, selbst ein Kind zu sein, darauf kommt es an. Nikolaus und Weihnachtsmann. Dezember.
sind aus Musik und Licht gemacht. Sie leuchten uns ins Herz hinein mit Sternenglanz und Kerzenschein. Und es geschieht, dass man noch Wunder sieht. Sind so vergänglich wie die Zeit. Dezemberträume zum Greifen nah und doch so weit. Musik, die tief in uns erklingt und uns ein Stück vom Himmel bringt. Und sonderbar, auf einmal sind Dezemberträume wahr. Das Licht leuchtet weiter in dir. Das Jahr geht zu Ende, die Kerzen verglühen, doch das Licht leuchtet weiter in dir. Du merkst, es ist wirklich schon wieder so weit und spürst, wie es kribbelt im Blut. Du denkst an das Jahr, siehst noch einmal, was war, und du fragst dich, war es schlecht oder gut?